Ja, Mann, ich bin hier unten am Bodensee. Bin um Punkt 9 hier gewesen, so wie vereinbart, in der Saftkälterei. Und warte jetzt, bis ich eine Schütte zugeteilt kriege. Weil hier total Chaos ist. Warum auch immer. Ich kann nichts dafür. Ja, dann will ich mich nochmal bedanken bei euch, bei dem ganzen Volk, was gestern mitgemacht hat. Bei dem super Livestream, ehrlich, das hat mir wieder einen riesen Spaß gemacht gestern. Finde es auch cool, wenn immer neue Leute dazukommen und wenn man sich sachlich und vernünftig unterhalten kann. Echt Daumen hoch, ehrlich. Hat mir echt super Ist gefallen. halt so. Ich bin mal gespannt, was ich noch zurückkriege heute. Vor allen Dingen, wie die Ladefläche aussieht. Keine Ahnung. Und werde definitiv berichten, was abgeht. Ne? Dann noch eins, und zwar, ich habe ja im Livestream, habe ich ja angedeutet, eine Aktion zu starten. Ich bin da echt dran, das hat auch schon ein bisschen Kreise gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch schon angeschrieben worden von mehreren Leuten, die mir Informationen und Tipps gegeben haben. Ich werde echt mal versuchen, ans Verkehrsministerium zu schreiben, da irgendwie dran zu kommen oder über ADAC oder sowas. Vielleicht kann man da echt was reißen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja interessant. Wenn nicht, muss man halt gucken, dass man sich irgendwie vereint und was Eigenes auf die Beine stellt. Na, natürlich wird es dann wieder die ein oder anderen geben, ist alles scheiße und bringt ja eh nichts und so. Bleibt gleich weg. Wer da rumheulen will, interessiert mich nicht. Na, wir versuchen das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich gebe mein Bestes. Habe ich auch noch nie gehabt. Ey, naja, schauen wir mal. Ich werde definitiv berichten, was abgeht. Und melde mich natürlich postwendend bei euch. Also bis dahin.
Freunde, geladen, geladen, geladen. Ich habe jetzt gelbe Säcke geladen. Die gehen nach Walldüren, hier von Ehingen. Habe ich morgen früh um 7 Uhr Zeitfenster. Läuft. Einzig doof ist, ich muss jetzt über Stuttgart eiern. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich auch vor Stuttgart Feierabend, dass ich den Mist nicht habe und mache das morgen früh. Wäre vielleicht eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Also, ich fahre jetzt noch ganz bisschen kurz. Und guck mal, dass ich jetzt hier in einem Rotschon rauskomme. Also, ich fahre jetzt noch ein paar Meter. Wünsche euch einen schönen Montagabend. Sehen uns morgen früh in alter Frische wieder, wie immer. Und Wicked Peace. Euer Mölli, bis morgen. I drive a truck. You talk about your good luck. I love driving in my rig. I just smoking on a cig. I think I'll stop for some gas.
Hello. Scheide über alles, ja. Und das Problem ist bloß, jeder macht es vor, der andere macht es nach. Wir reden uns hier im Mund. Hier, verstehe ich alles. Aber wie gesagt, du kommst irgendwo als erstes hin und jeder verlangt von dir, dass du ja alles weißt. Und das geht auch nicht, ne? Nee, das geht auch nicht. Da muss man ganz ehrlich sein. Trotzdem einen schönen Tag, liebe Herrschaften. Ebenso. Bis irgendwann mal. Dankeschön. Jawohl. Siehst du, geht doch. Ja, logisch. Also, ciao. Ja. Moin Leute, grüßt euch. Tschakka. Abgeladen, Freunde. Ich habe abgeladen. Ich war jetzt in Walldüren bei einem Entsorgungsbetrieb und habe da die gelben Säcke abgeladen. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war das alles ein bisschen problematisch. Ich habe ein Stoppschild gesehen, da habe ich auch angehalten, aber einen Meter weiter vorne. Weil ich aussteigen wollte und habe da drunter das kleine Schild nicht gelesen, ich Idiot. Auch ich mache Fehler. Und dann musste man mich halt rügen und dann habe ich gesagt, Leute, ey, jetzt bleibt doch locker. Ich bin das erste Mal hier, ich fahre 2-3 Mal, wenn es hochkommt, überhaupt einen Schubboden im Jahr. Oh. Wo ich dann rausgefahren bin, da war wieder alles gut. Da habe ich gesagt, und so, ne? Versteht ihr? War halt so, wie es war. Man muss halt reden miteinander und dann passt das auch. Ne? Ist meine Meinung. Dann passt es auch. Ja, ich rufe jetzt erstmal auf der Firma an, guck mal, was Masse ist. Eventuell kann man das Kraftfahrzeug mal waschen, weil es sieht, glaube ich, ein bisschen aus wie Sau. Und ich check das jetzt mal ab, ruf mal auf der Firma an und dann sehen wir weiter. Ne? Ich würde sagen, ich melde mich bei euch halt so wie immer. Ne? Nee, auf der 3 vor der Baustelle. Reifenschaden. Ganz toll. Ne? Läuft bei mir. Schön platt, wahrscheinlich irgendwo. Was
jetzt drin gerammelt oder so, keine Ahnung. Schöne Scheiße, echt, ey. Will ich erstmal sehen, dass ich hier von der Gasse runterkomme. Hello.
geladen, Kräuter geladen, Freunde der Nacht. Kräuter geladen, hatte Mölli. Für Rothenburg. I drive a truck. You talk about your good luck. I love driving in my rig. I just smoking on a cig. I think I'll stop for some gas. Feierabend, Leute! Feierabend! Yo! Ich habe Feierabend gemacht. Ja, ich stehe jetzt hier im großen Moor. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Wie immer. Und Wicked. Peace. Euer Melli in Love. Wie immer. Haut rein.